Willkommen zurück im Keller vom Süffelglück. Ja, und wo ich gerade davon spreche, kann ich ja auch gleich mal den Namen ändern. Viraxo LP statt so ein Quatsch. Süffelstück. Habe ich Süffelstück gesagt? Nee, ne, Süffelglück war das. Süffelglück, genau. Urkunde, tralala, alles klar. Gut, aber Moment. Benutzer können wir eigentlich auch gleich mal hier hinzufügen. Können wir mal machen eigentlich. Hier, Quinsel und Noctura und natürlich mich auch. Ich natürlich auch. Ich hoffe, das geht auch so alles. Sehr schön. Wahrscheinlich muss ich aber jede Kiste einzeln freigeben. Gut, jetzt buddeln wir mal weiter. Wir sind ja schon fast fertig. Ne? Fast sind wir schon fertig. Dann können wir den Boden noch ausnehmen. Dann können wir hier Wände setzen und den Boden und tralala. Dann haben wir auch schon unseren neuen, unseren Fermentierungskeller. Ich überlege nur gerade schon die ganze Zeit, ob es wirklich sinnvoll wäre, hier mit Stein alles auszubauen, denn Wein, weiß man ja, Wein lagert am besten in bei Holz, ne? Also in Holz, obwohl, naja, gut, sind eigentlich mehr Tropfsteinhöhlen. Na komm, egal. Ihr wisst bestimmt, was ich damit meine. Mit Tropfsteinhöhle. Wenn ich sage Tropfsteinhöhle, meine ich natürlich keine Tropfsteinhöhle und auch keine nassen, pitschnassen Wände. Ich meine diese uralten, diese alten Stein, diese Natursteinwände, ne? Die meine ich. So ein bisschen leicht muffig schon sind. Ja. Das können wir drin lassen. Wir sind ein bisschen sparsam. So, weil wir auch nicht so wahnsinnig viele Blöcke gerade davon haben. Deswegen müssen wir ein bisschen sparsam sein. Mit dem Öl nicht sparsam sein. So, der muss noch einen nach hinten. Ja. Ja, sehr klug, sehr klug. Ja. So, erstmal hier. Den hier zurück. Passt nicht mehr, ne? Vom Gewicht oder vom Platz. Alles klar. Das ist nur der Platz, der uns flöten geht. Das ist also gut. Alles gut, alles schick. Wie schick, wie schick, wie schick, wie schön. Also wahnsinnig viele haben wir jetzt auch nicht, ne? Davon. Einen noch weiter. Oh, das wird wieder eng. Das wird wieder. Oh. Das wird wieder eng, aber nicht zu eng. Das ist schon mal gut. So. Glaubst du es denn? Nochmal Schaufel. Wir haben eindeutig viel zu wenig Platz. Wir haben viel zu wenig Platz. Alter. So, dann bringen wir die 52 Kirschen hier auch nochmal weg. Okay, habe ich jetzt gar nicht weggelegt. Warum? Beim Kirschen sind keine Kirschen, sind Tomaten. So. Dann, sag mal, was ist denn das hier immer? Nicht beim ersten Mal, erst beim zweiten Mal. Alles klar. Gut, was soll's. So, jetzt passt rein. Alles gut. Gut. Ich bin etwas verwundert gerade. Jetzt bitte nicht wundern, dass ich mich wundere. So. So. Und so passt das. Jawohl, jawohl, jawohl. Für zwei Blöcke Erde nochmal die Schaufel rausholen. Ich glaub's ja nicht. So. Und jetzt geht's hier unten weiter. Mit den Treppen. Treppen dieser Welt. Natürlich gleich falsch gesetzt, weil ich nochmal die Steine nochmal verzogen habe. So ist das ganz gut. Aber das muss natürlich auch noch weg. Da muss ich dann nochmal runter. Gut, also nochmal hoch. Weil es so schön ist. Hab wieder gefuscht. Siehst du? Das kommt davon, wenn ich anfange, mich zu eilen. Das ist alles nicht so gut. Vor allem, warum will ich eigentlich schon die Blöcke hier unten haben? Wir müssen doch noch den Boden auch noch raushauen. So ein Quatsch. Ich bin gerade ein bisschen viel zu. Ich habe es gerade viel zu eilig. Das geht so nicht. Das geht so nicht. So nicht. So schon gar nicht. So, den. Der kommt noch weg und der kommt noch weg. Und dann müsste es eigentlich auch passen, oder? Das wäre schön. Ja, ich glaube. Ja, hier vielleicht den auch noch. Aber dann ist wirklich gut. Dann muss wirklich gut sein. So. Erde. Und jetzt nehmen wir hier die Spitzhacke. Damit wir ja auch den ganzen Boden hier erstmal rauszimmern können, ne? Das wäre auch fantastisch. So, wir gehen einmal rundum. Wenn nicht komplett rundum, aber schon weitestgehend. Also hier so.
Ach ja, das müssen wir zigmal natürlich hier zuhauen, ganz klar. Was war denn da los? Keine Ahnung. Pick, pick, pick. Ich bin mal wieder zu hungrig, um zu arbeiten. Na, sowas. Ist ja ganz was Neues. So, und wieder drauf. Rucksack zu. Ach ja. Endlich mal wieder Stein arbeiten hier. Ist ja auch ein seltener Anblick hier auf diesem Kanal. Der kommt natürlich raus, weil das Eisen ist. Und das ist auch raus, weil das Eisen ist. Weil wir haben noch nicht genug Sandstein, den wir zu Eisen umformen. Ich will nicht wissen, wie viel wir hier gerade rauskloppen, aber es werden... Oh, das hat man gehört, ne? Beim Einatmen. Wahrscheinlich kriege ich bald eine eiserne Lunge. Das wäre es noch. Ich sollte mal kurz abhusten. Entschuldigung. So, vielleicht. Ja, jetzt atme ich wieder lautlos. Das ist schön. So, was fange ich auf einmal das Pfeifen an hier? So was? Ich bin ja eine Pfeife. So. Hier, das holen wir natürlich alles aus. Das auch. Den müssen wir gar nicht. Warum habe ich den auch abgekloppt? Weiß ich nicht. Wahrscheinlich habe ich es gerade für richtig gehalten. Wir bauen hier natürlich erstmal nur so drumherum die Steine ab. Außerdem. Aua! Ach, aua! Mann, das ist doch mal dein hier. Dauernd stolper ich über meine eigenen Zehennägel. Was soll denn der Quatsch? So. Ach ja, wie schön. Unser Süffelglück. Ach, und unser Fermentierungskeller ist so schön. Moonshiners. Ach, das, ich habe mich so drauf gefreut und ich habe es jetzt bald wieder. Das ist so schön. Ach, sehr schön. So. Sauber. Ist der Katapult oder was? Da ist auch noch so viel übrig, wollte ich mal sagen. Obwohl viel auch nicht, aber... Ein Jojo-Stein da hinten? Ja, offenbar. Warum, weiß ich nicht. Keine Ahnung. Steine machen sich selbstständig. Hä? Was? Was? Auf dem Dach? Warum? Also, sowas? Frechheit. Hier war doch noch irgendwo. Einer war hier doch noch. Oder nicht? Oder nicht? Ich finde ihn zumindest nicht mehr. Gut, dann machen wir hier weiter. Und irgendwohin müssen wir diesen ganzen Kram auch wieder hinlagern. Das heißt, vielleicht ich sollte vielleicht erst noch mal den LKW ausleeren, oder? Oder irgendwo mal ein Lager hinstellen, das wäre auch mal was. Nicht unbedingt hier unten, hier passt nämlich nicht rein. Aber irgendwo können wir tatsächlich mal ein Lager kurz aufstellen. Das geht ja. Das geht ja schon klar. Das geht in Ordnung, würde ich sagen. So, Rucksack auf, Lager raus. Wir haben ja genug Lager dabei. Wir hatten ja genug in der Schmiede. So, einfach erstmal hier so hin. Das wird bestimmt nicht reichen, aber was soll's. So, und Krapsch. 61. Das finde ich gerade viel. 132. Das geht schon. Das ist zwar nochmal so etwa die Hälfte, aber also nicht die Hälfte von 61. Es waren nochmal 72. Waren es nochmal. So, 200. Hans ist voll. Der Hans ist voll. Hey Hans, ich habe ein Bild von deiner Schwester. So, 200. So, dann schauen wir hier. Und dann haben wir 18 nochmal. Jetzt haben wir hier noch 9. Hm, 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 hm. 35. Ach, ich brauche eigentlich nur auf die Zahl hier gucken. Aber ich brauche ja gar nicht jede einzelne vorlesen. Das ist ja Quatsch. So. Dann zerkleinern wir mal wieder. Wahrscheinlich landet jetzt noch einiges oben drauf. Oh, der war noch nicht kaputt. Jetzt kaputt. Put. So. So, jetzt noch diese halben. Ja, ich weiß. Ich höre da schon, wo die alle landen. Das ist wieder toll.
alle, die Durchfall haben, alle Durchfallsteine fallen erstmal oben irgendwo drauf. Ist fantastisch, aber na gut, halt nicht zu ändern. Das werden die auch irgendwann mal, ne? Irgendwann werden die das fixen und dann geht das schon. Ja, natürlich. Ja. Wer weiß, wo ich die gleich wiederfinde. Keine Ahnung. So, diese halben, die dauern natürlich um einiges. Die brauchen einiges an Zeit. Also Kirtos, dafür wäre natürlich deine Mod immer noch perfekt, weil man kann zwar, man könnte es leveln, aber nur wenn man es will. Entweder kann man es sammeln oder man kann es alle tatsächlich alle zerkleinern und da macht deine Mod natürlich mehr Sinn. Weil da ist deine Mod um einiges hilfreicher und ich weiß nicht, warum ich den schon wieder klein mache. Ich habe keine Ahnung. Einfach so, weil es kann. Weil es kann. Ich kann nicht. So, zack. Geht's hier weiter. Den natürlich, der fällt wieder durch. Der auch. Der auch. Dann fallen die alle durch. Die Gonorrhoe hier. Achso, hab ich schon wieder voll. Ich habe meine Hände schon wieder voll. Ja, natürlich. Drei. Ach Gott, da oben sogar. Sogar auf dem Dach. Okay. Gut, 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 gut. Ich sag dazu nichts. Ich beschwere mich auch nicht. Ich meckere nicht. Gibt gerade nicht viel zu meckern. Also wenn ich alles bemeckern würde, ich glaube dann, das wäre schlecht fürs Karma. So. Ja, in dieser Folge schaffen wir schon einiges. Wir haben den Keller schon bald fertig ausgehöhlt. Zumindest ausgehöhlt haben wir ihn fast. Das ist schon mal sehr angenehm. Den und den noch da auch. Da und den. Zack. So. Rest landet alles oben. Den müssen wir auch noch klein machen und den. So. Ach, da ist auch noch einer. So, 89. 0 RTL. Nicht? Sag mal, liegt da noch einer? Ich glaube, da liegt noch einer, oder? Da ist doch noch einer. Ja, klar. Sau. Sowas. Gammelt der hier einfach unten rum an der Wand. Wie so ein Abhängiger. So. 91 Blöcke. 92. 93. Sag mal. Ich muss da mal kurz hoch. Ne? Das geht ja so nicht. So, ganz dicht heranfahren. Ganz dicht. Nicht in den Blumenpop rein. Ich wollte hier nur dicht an der Wand. Und zack. Ja, natürlich. Natürlich liegt ja auch oben alles voll. Das war ja klar. 11. Passen bestimmt nicht mehr rein. Ach Gott, selbst hinter dem Building, selbst da liegt alles voll. Hier ist aber jetzt so alles erstmal frei. Na, von wegen. Noch einer. Hier ist nichts, das ist gut. Ich gucke hier auch nochmal, vorsichtshalber. Hier ist nichts. Aber hier noch drei. Warum nimmst du den nicht auf? Mann. So, hier in der Küche liegt hoffentlich nichts. Nein, kein Stein. Kein Stein, nicht ein Stein, sondern kein Stein. 19, Alter. Wir könnten eigentlich erstmal... Können wir nicht. Weil wir unten noch ein paar Blöcke noch haben, die wir noch verwursten müssen. Und da brauchen wir halt ein zweites Lager. Was ist denn das hier immer? Warum nimmst du denn das nicht? Erst beim zweiten Versuch. Sowas. So... rein damit. Und dann wieder ab nach unten. Wir kriegen viel zu viel Tageslicht ab, glaube ich. Deswegen müssen wir dauernd in die Dunkelheit des Kellers. Egal welchen Keller. Ich habe da schon wieder was vergessen. Glaubst du denn? Ja. Miststück. So. Zack und den. Den auch. Und den natürlich auch. Ist ja Gott sei Dank nicht so wahnsinnig viel. Ich danke dem, an den ich nicht glaube. Ja, ja. So, und den auch. Und dann war es das zumindest mit Eisen. 52 immerhin. Schon mal sehr beruhigend. Hier
Hier ist Granit. Das können wir umformen zu Kupfer. Da haue ich hier auch mal irgendwas rein. Oder ist das schon alles klein? Der ist noch nicht klein und der ist auch nicht klein. Und der hat natürlich wieder Durchfall. Alter, warum sammle ich eigentlich schon jetzt alles oben hoch, oben auf? Ich weiß es nicht, keine Ahnung. Ach, ich frage mich bloß für wen. Aua. Ich hätte es vielleicht nicht so dicht hier an den Eingang basteln sollen, ne? Ja. Hätte ich vielleicht nicht sollen, aber habe ich trotzdem gemacht. Einfach mal so. So, die beiden noch. Wieder rauf. Da noch rein. Und jetzt holen wir das ganze restliche Granit hier raus. Und dann sind wir hoffentlich auch erstmal so weit, dass wir auch anfangen können, den Keller hier auszubauen. Das wäre schön. Ja, sieht gut aus. Das sieht gut aus. Das ist schön. Das ist mal endlich mal... Ja, das ist meiner würdig. So. Zack. So, jetzt wollen wir es nochmal... Ja, komm, machen wir einfach. Denn sonst würde ich das bloß wieder vergessen. Es waren, glaube ich, nur die zwei. Aber ich schaue trotzdem vorsichtshalber nochmal aufs Dach. Und hier hinten hin schaue ich auch nochmal. Hier ist aber nichts. Das ist sehr beruhigend. Hier ist auch nichts. Und hier ist mit Sicherheit nichts, weil hier haben wir nicht gebuddelt. Gut. Natürlich, ich segel natürlich am Lager dran vorbei. Natürlich, na klar. So, übrigens sehr praktisch, auch noch hinter den LKW auch noch alles vollzustellen. Träumchen. Aber was soll's. So, jetzt geht's hier weiter. Mit, welchen Blöcken haben wir gebaut? Diese. Diese waren es immer. Diese Blöcke. Ja, diese alten Blöcke. So, das wird natürlich eine ganze vollständige Wand. Ganz klar. Hier auch. Soweit es... Aber willst du mich verarschen? Willst du mich echt verkackduseln? Schleicht sich hier einfach wieder so ein Scheißblock hier zwischen, weißt du? Verzieh dich. Hau ab. Hau ab. Haupt, ich will hier keiner. So. Den hatten wir, den brauchen wir doch gar nicht hier. Schon Boden. So, den und den. Und den können wir eigentlich gleich wieder raushauen. Der da hinten. Diesen da. Und den da. Da ist gar keiner hinter. Aber jetzt wieder. Was mache ich denn? So, jetzt geht's aber. Sag mal, ach, ich bin zu unkonzentriert gerade. So, jetzt aber. Ich glaube, das wird nicht reichen. Was würdet ihr sagen? Also ich sage einfach mal, es wird bestimmt nicht reichen, was wir hier gerade jetzt schon verbrauchen. Das wird alles hinten und vorne nicht reichen. Ich habe da ein ganz komisches, mieses Gefühl, dass der Raum wieder viel zu groß ist. Aber wir brauchen ja auch noch unsere Brennerei hier drin. Ne? Von daher ist es natürlich eigentlich gar nicht zu groß. Und ich bin natürlich wieder zu hungrig, um zu arbeiten. Ist ja nicht schlimm. Ist ja nichts Neues. Aber das ist mir mal neu, dass ich zwei Blöcke auf einmal setze. Obwohl ich nur einen hätte setzen müssen. Den. Ja, ist gut. Das ist gut. Alles gut. Ja, ist doch okay. Das ist okay. So, jetzt geht's hier weiter. So. Nein, das war nicht okay. Genau das wollte ich ja vermeiden. So ist besser. So ist besser, so sparen wir zwei Blöcke. Ja, genau, so ist das nämlich passiert. Nämlich heißt das Wort. So. Naja, wenigstens kriegen wir ein bisschen was zu. Das ist schon mal ganz okay, aber wird natürlich hinten vorne nicht reichen. Da ist auch wieder was. Na klar. Das liegt nicht an mir. Ich glaube, es liegt tatsächlich an meiner Maus. So. So, alles klar. Und ja, hier lassen wir erstmal. Lassen wir vielleicht erstmal, damit ich an die Blöcke noch rankomme. Das wäre schön. Ist der hier oben gelandet? Nö. Warum auch? Wahrscheinlich wieder oben auf dem Dach. Gut. Ach nee, der liegt hier zwischen, der klemmt hier zwischen, alles klar.
Sag mal, da ist doch auch wieder. Was soll denn das? Ganz komische Dinge gehen hier vor sich. Aber ich frage auch nicht mehr. So, gut, jetzt haben wir keine Steinziegel mehr. Hat sich ja wirklich gelohnt. Wenn ich den hier aufsammle, dass ich den anderen dann auch... Nein, natürlich nicht. Warum auch? Warum sollte ich das auch... Das ist keiner wirklich, ne? Das ist keiner wirklich. Das ist kein wirklicher. Okay. So. Das soll jetzt aber erstmal reichen. Gut, dann schmeißen wir das nochmal rein hier. Und dann müssen wir nochmal aufs Dach irgendwo gucken. Irgendwo liegt hier doch noch irgendwo ein Block. Ich weiß nur nicht, wo er liegt. Ich weiß nur, dass er irgendwo liegen muss. Nur keine Ahnung wo. Okay. Hier doch auch nicht, ne? Nö. Hier ist nix. Kein Block. Kein Block. Kein Block. Kein Block. Tja, gut, dann können wir auch nicht schreiben. Ist auch nicht schlimm. Oder ist der... Hier haben wir auch noch nicht geguckt, ne? Ob der hier vielleicht gelandet ist? Ne, hier ist auch nichts. Achso, das sind Bücherregale. Ich dachte eben schon, warum sehe ich da schon wieder so viel Rohr? Aber, nee, alles gut. Gut, dann würde ich sagen, mache ich in der nächsten Folge erstmal die beiden Lager hier leer. Werde das meiste... Na, ich werde wahrscheinlich alles bis auf das Eisen und das Granit... Den Granit, das Granit... zu Stein umwandeln. Und dann machen wir hier schön lecker weiter. Und ja, aber es wird ja, es wird. Ich finde es toll. Und ja, schreibt es mal in die Kommentare, wie ihr, ich habe gerade den Sandstein gefunden, wie ihr das neue Süffelglück findet, das Süffelglück 2.0. Das wäre schön, auch für mich zu wissen, ob euch das auch so gut gefällt wie mir. Ich finde es grandios und zwar ein bisschen hoch vom Dach, aber gut, das ist nun mal der Breite geschuldet. Je breiter ein Gebäude wird, desto höher wird hier das Dach. Das ist nun mal in Echo so. Aber lasst mal einen Kommentar da und ja, wäre mal gut zu wissen. Also, bis zur nächsten Folge. Tschüss.